Guten Tag Forever. Heute bin ich hier in dem wunderschönen Schloss Freiheim und ich begrüße recht herzlich die Familie Birk. Schön, dass ihr gekommen seid. Hallo. Hi. Ja? Und herzlichen Glückwunsch natürlich, Karin, für deinen Senior. Danke. Toller Schritt. Danke. Wir sind sehr stolz. Wie bist du eigentlich zu Forever gekommen, Karin? Ich habe die Produkte 2003 kennengelernt, eigentlich nur durch gesundheitliche Probleme. Ich hatte Heuschnupfen, habe starke Migräne gehabt, meine Tochter hatte Neurodermitis. Ich habe dann von Freundin die Produkte kennengelernt, war dann bereit, das auch auszuprobieren. Wir hatten ganz tolle Erfolge. Vom Geschäft wollte ich damals überhaupt nichts wissen. Ich habe es dann meinen Freundinnen weiterempfohlen und habe dann auf einmal die Stufe Supervisor geschafft. Ja, dann hat mich meine Freundin gebeten, hat gesagt, geh doch mal mit auf ein Starterseminar, hör es dir an. Ich war immer noch skeptisch und habe mir gedacht, okay, ich suche mir dort den Haken. Irgendeinen Haken gibt es, es kann gar nicht so toll sein. Ja, ich war am Seminar, ich bin dann um 18 Uhr raus, es hatte keinen Haken und ich habe mir gedacht, ja, dann ist es gut, dann kann es für mich auch gut sein. Habe dann zeitlang immer ein bisschen so nebenbei was gemacht und dann erst im Januar 2014, weil es für mich so war der entscheidende Schritt, jetzt will ich was schaffen. Und ich habe es mir dann vorgenommen, in einem Jahr den Manager zu machen. Ich habe es dann auch geschafft, war dann auch sehr stolz, wollte dann auch weitermachen. Aber leider bin ich dann durch eine Krankheit etwas ausgebremst worden. Ja, habe mich dann auch ein halbes Jahr eigentlich weniger gemacht und habe jetzt weiter wieder Gas gegeben. Und durch den Jonas, der dann mein zweiter Manager geworden ist, habe ich meinen Senior Manager geschafft. Perfekt. Sag mal, Karin, was hat dich eigentlich an Forever so fasziniert? Ja, als erstes eben die Produkte und dann am Arbeiten mit Forever. Es war eigentlich einfach toll. Ich konnte meinen Hauptjob gut weitermachen. Ich habe das dann frei einteilen können, habe meinen Job mit den Kindern gut kombinieren können. Und was mich am meisten eigentlich so begeistert hat, eben gerade durch meine Krankheit, ich bin ausgefallen, ich konnte nichts machen, aber mein Team hat mich getragen und dadurch ist mein Geschäft weiter gewachsen. Mhm. Und das war eigentlich so das Besondere, das, was mich total daran fasziniert an diesem Geschäft. Das ist doch hier in diesem Fall faszinierend, denn dein Sohn Jonas hat genau in dieser Phase natürlich irgendwie den Lead übernommen und hat weitergemacht. Jonas, du bist ja Manager geworden. Ich bin Manager geworden, ja, dank meiner großartigen Mutter natürlich. Sie hat mir viel beigebracht, sage ich. In dem Business ist es vor allem so, dass wir uns gegenseitig helfen können, dass ich Teile übernehme, die sie vielleicht nicht so kann und sie mir einfach dank ihrer Produkterfahrung auch viel lernen kann. Und ja, wir beide, das ist meine Schwester. Das ist Julia übrigens. Ja. Hallo. Wir beide sind damit aufgewachsen, mit Produkten und mit der Firma und sind begeistert. Das ist ja irgendwie eine Family, ein Family-Business, wenn man so sagen kann, oder? Es sind eigentlich zwei Forever-Kinder. Ja. Und wir haben ja auch deinen Mann, Udo. Udo, du bist Journalist. Richtig? Genau. Hallo erstmal. Ich bin sozusagen der jüngste Spross der Familie. Der Lebensgefährte der Karin und erst dazugekommen zu Forever vor einem Vierteljahr, war berufsmäßig natürlich zuerst ein bisschen skeptisch, habe mich aber mittlerweile auch durch Clean 9 und durch die Produkte überzeugen lassen und bin jetzt in der Tat Verfechter von Forever, von den Produkten von Aloe und den anderen ganzen Geschichten und versuche es auch zu kommunizieren und anderen Leuten wieder klar zu machen, dass das gut ist für sie. Das ist doch fantastisch. Die gesamte Familie ist auf dem Thema Forever fokussiert und dein Geschäft entwickelt sich mehr und mehr positiv. Sag mal, was ist eigentlich, wie siehst du deine Zukunft jetzt mit Forever? Ja, mein nächstes Ziel ist jetzt der Eagle Manager und das K-Programm. Ich wollte es ja schon lange haben, durch die Krankheit eben bin ich ein bisschen ausgebremst, aber das ist jetzt so mein nächstes Ziel, mein Team nur weiter aufzubauen. Ja, und das funktioniert einfach super. Das passt und genau das ist eigentlich Forever. Es ist sehr einfach, jeder kann. Man muss es einfach machen, oder? Genau, das ist das Wichtigste. Das kann jeder, es ist für jeden machbar. Die Motivation und das Warum muss da sein und dann funktioniert es. Karin, vielen Dank Birk Family, dass ihr gekommen seid. Ich wünsche euch noch viel, viel Erfolg mit Forever und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder dann nächstes Jahr dann, richtig? Das hoffe ich auch, ja, danke schön. Das war das Freiheim. Tschüss. Tschüss.